Einen wunderschönen guten Morgen mit einer Verspätung von einer Stunde und 18 Minuten gehen wir in den öffentlichen Teil der heutigen Fraktionssitzung. Es gab technische Probleme beim Provider, soweit ich das mitgekriegt habe. Die sind zwischenzeitlich coolsterweise gelöst worden. Und wir haben einen kleinen strategischen Teil sozusagen dann einfach mal vorgezogen bei der Gelegenheit. Das haben wir auch im Protokoll so vermerkt. Und im Augenblick sind wir noch nicht beschlussfähig. Das mag auch mit daran liegen, weil einzelne Mitglieder der Fraktion gleich von hier aus schon oder vielmehr eine Person einen Termin bei einer anderen Fraktion hat. Es ist eine halbwegs volle Tagesordnung. Wir gehen in den Bereich der nächsten Plenarwoche. Und ich hoffe ja mal, dass... wir innerhalb der nächsten 2-3 Minuten anfangen können. Ich höre gerade, wir sind jetzt beschlussfähig, 11.20 Uhr. Der Link mit der Tagesordnung ging, glaube ich, schon rum. Und von daher würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein. Protokoll ist parat. Sehr schön. Kommen wir nun also zu Top 1, Anträge für das nächste Plenum. Wir sind jetzt... Ja, habe ich das falsche Pad erwischt? Nein. Genau. Wir haben entgegen der üblichen, wirklich hundertprozentig üblichen Reihenfolge das Ganze ein bisschen verändert. Wir stellen in dem Zusammenhang auch den Bericht aus der Pressestelle ein bisschen nach hinten, denn wir haben bereits im Vorfeld, kann ich noch mal ganz kurz sagen, einen nicht öffentlichen Teil am Ende der Fraktionssitzung beschlossen. Das können wir an der Stelle verknüpfen mit einem öffentlichen Teil aus der Pressestelle und einem nicht öffentlichen Teil aus der Pressestelle. Von daher würde ich sagen, wir gehen in Top 1, Anträge für das nächste Plenum. Wir hatten ja bereits am Freitag unsere Runde. Es gab noch einzelne Anträge, bei denen nochmal kleinerer Nachbearbeitungsbedarf existierte. An der Stelle würde ich sagen, fangen wir an mit dem Antrag Solidarität und Stabilität in der Eurozone, keine Denkverbote bei der europäischen Arbeitslosenversicherung. An der Stelle gab es am Freitag keinen Änderungs- und Diskussionsbedarf mehr, war so durch und angenommen und dem PGF-Büro liegt an der Stelle auch alles vor. Digitales Lernen, offene Infrastruktur gehört auf die Agenda, war ein Bereich aus dem Bildungssektor. Da gab es ebenfalls nur noch marginale Änderungen. Dieser wurde in seiner letztendlichen Fassung fristgemäß auch nochmal eingebracht an der Stelle, beziehungsweise dem PGF-Büro zugesendet. Es sind keine Pflichtkorrekturen vorgesehen, also bombastische Korrekturen vorgesehen gewesen. Es ging hauptsächlich um Rechtschreibung und Kleinigkeiten. Ist also auch an der Stelle durch. Unterbringung von Flüchtlingen in Zelten, Schulen und Turnhallen in NRW in Zukunft verhindern. Ich kürze das ab, das ist Bestandteil einer der Korrekturen und übergebe ganz kurz an Frank. Ja, auch ganz kurz die in kleinen Teilen korrigierte Version habe ich heute Morgen noch mal rumgeschickt. Das ist hauptsächlich noch mal an Gespräche mit Fachleuten angepasst. Den Titel haben wir jetzt aktuell noch mal geändert, ein bisschen griffiger zu machen. Keine Zeltstätte in Nordrhein-Westfalen, Unterbringung von Flüchtlingen in Zelten, Schulen und Turnhallen verhindern. Und ganz aktuell, das weiß Nadja noch nicht mal, hat sich durch eine heute durch eben veröffentlichte Information... Ja, die ist eben veröffentlicht worden, da ist nur ein Satz leicht zu verändern, deswegen wird es noch damit wir wirklich hier top aktuell sind, noch eine kleine Änderung geben, die kann ich auch, ja. Ne? Wir wollen das alles korrekt machen, damit wir uns auch nicht bei der Präsentation
verladen lassen. Also deswegen bitte ich da um Zustimmung. Da geht es nur noch mal um die Anzahl der Kommunen, 396, diese Zahl fehlt da drin. Das soll noch eingebracht werden. Da kriegt Nadja gleich den top-aktuellen Antrag. Ja, um die Zustimmung bitte ich. Okay, an der Stelle erbittet Frank eine Zustimmung. Es gibt Redebedarf. Nico? Ach so. Spricht sich jemand gegen die Aufnahme der Menge der betroffenen Kommunen aus? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Kommen wir also zum nächsten Punkt. Medizinische Versorgung für Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen sicherstellen. Ich übergebe noch mal ganz kurz an Frank. Genau, auch hier haben wir ein paar marginale Aktualisierungen, Rechtschreibfehler am Wochenende korrigiert und heute früh den Titel aktualisiert, der jetzt heißt Anonyme Krankenkarte einführen, medizinische Versorgung für Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen sicherstellen. Wollte ich gerade sagen, an der Stelle. Sieht an der Stelle jemand für diesen Antrag, den wir Freitag ja schon durchgekaut hatten, noch Gesprächsbedarf? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Von daher, der liegt ja auch schon im Büro vor. Der nächste Punkt ist Vorweggehen beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Da gibt es eine ganz kurze Vorweganmerkung von mir. Ich wollte eigentlich gerade noch mal eigentlich direkt fragen, wie ist der Stand? Von daher, go Kai. Also die Hauptkritik waren ja die Namen im Antrag und es gibt eine geänderte Version, falls der zurückkommt halt. So hatten wir es ja abgesprochen, dass da möglicherweise der Antrag zurückkommt und dafür gibt es eine geänderte Version, die dann nur rausgeschickt werden muss. Schicken wir die raus? Nee, also wir machen das erstmal so. Genau, gut, dann lassen wir das genauso, wie es ist, dann weiß ich das, dann können wir das genauso weiterreichen gleich. Achso, dabei ging es ja um eine Prüfung halt, weil die Verwaltung überprüft auch immer regulär jeden Antrag. Ich wollte das jetzt gerade nochmal für das Protokoll erläutern an der Stelle. Der nächste und letzte reguläre, vorletzte Antrag ist die Finanzierung für Frauenhäuser nachhaltig sichern. Birgit, möchtest du? Soll ich? Bitte? Okay, dann mache ich das kurz. Da gab es ein paar grundsätzliche Ideen und Ansätze, das doch noch mal etwas stärker zu konkretisieren. Auch noch mal den Bereich, weil da noch Zahlen, Daten, Fakten fehlen, die Option halt für Männerhäuser mit reinzunehmen. Das ist auch alles geschehen. Er ist deutlich kürzer, deutlich griffiger. Birgit hat ihn gestern gegengecheckt an der Stelle. Ich glaube, dein Büro hat ihn auch gegengecheckt. Ich selber habe mir das auch nochmal in aller Ruhe alles angeguckt und würde den genau so auch gerne mit einbringen. An der Stelle gibt es da jetzt einen Informationsbedarf, Wunsch? Die Rückfrage höre ich gerade zurecht. Wann ist dir geschickt worden? Habe ich den jetzt heute Morgen? Muss ich mir das auf die... Moment, ich schaue das mal gerade nach. Oh, dann wäre mir ja selber ein Fehler unterlaufen, der nicht marginal ist. Ich bitte für die Verzögerung. Ja, Rücktritt auf jeden Fall. Nein. THV. Seidenschnur. Silkeschnur. Wenn ich die Referentin bitten dürfte, ansonsten müsste ich eben die Moderation abgeben. Dankeschön, dass du den eben einmal rumschickst. Dann stelle ich das so lange nochmal zurück. Das heißt, wir werden gleich nochmal kurz zu... Wir gehen noch weiter. Als nächstes kommt der Etikettenschwindel, digitale Agenda. Die deutsche Bundesregierung ist noch immer nicht im digitalen Zeitalter angekommen. Da hatten rückwirkend angemerkt die Referenten jetzt nochmal Rücksprache und Rückmeldung der einzelnen Bereiche für diesen großen Dachbereich digitale Agenda abzuwarten. Ich sehe, Schwert ist gerade verhindert, aber wenn er möchte, Linus, möchtest du? Ja, Daniel ist gerade bei einer Breitbandveranstaltung der NRW-Bank. Es kam relativ wenig Rücklauf. Wir hatten jetzt gestern noch ein paar sprachliche Sachen verändert, aber inhaltlich im Forderungsteil ist alles genau gleich geblieben. Offen sind halt noch die Verfahrensfragen. Ne?
wollen wir jetzt Block 2 machen, wollen wir, dass Joachim dazu redet und wollen wir die Ausschussüberweisung. Dazu kann ich auch noch was sagen, aber ich glaube, Toso hat erstmal noch eine Frage. Toso, go. Ja, Rücklauf wenig liegt eventuell daran, weil Freitagabend vorgestellt, Wochenende Landesparteitag und FSA in Berlin. Beides habe ich nicht geschafft, das stimmt. Da hat der Daniel völlig recht. Dass da nicht viel Rücklauf gab, sage ich mal, packe ich jetzt nicht unter Weltwunder. Das war auch das Vogelfestival in Bochum. Bei welchem Vogelfestival du warst, ist mir egal. So, an der Stelle wäre vielleicht schön, einen Moment vorher was zu kriegen. Dann noch zur Vorgehensweise gestern. Gestern kam dann eine Mail, als ich in der Anhörung saß, bitte innerhalb von 2 Stunden hier zurückmelden über alle möglichen Dinge. Das, was wir Freitag im Mumble dazu besprochen hatten, wer jetzt auf den Antrag mit drauf möchte, was da noch für Ergänzungen waren, was da auch ins Pad geschrieben worden ist, das war an der Stelle wieder weg. Ich kann sowas gerne einmal leisten, zweimal leisten, schaffe ich halt mit dem Terminkalender nicht. Ne? Da fände ich schon schön, wenn diese Dinge, die wir digital durchaus hinterlegen, nicht verloren gehen würden. Danke. Das Wort habe ich nicht verstanden. Linus, ganz kurz. Ja. So, dazu, nicht ganz kurz, sondern dazu. Ja, zur Einbindung. Also wie gesagt, wir haben... Tom und ich haben jetzt den Antrag relativ schnell vorbereitet, weil wir dachten, ne, da müssen wir jetzt was machen. Ne? Wir haben leider noch kein, aus meiner Sicht, kein vernünftiges Instrument, um so einen übergreifenden Antrag gut vorzubereiten. Ne? Da könnte man die Kernthemen Arbeitskreise vielleicht zukünftig andenken. Wir haben das, was im PET geändert wurde, haben wir eingearbeitet. Und ich glaube, dass es relativ schnell geht, kann ich total nachvollziehen. Richtig, ich glaube, da kann man das, vom Prozess her kann man das alles noch verbessern. Aber jetzt mal die offene Frage ist halt, wer will unterschreiben? Und zum Block 2, das wurde wahrscheinlich, ich war am Freitagsmandel nicht dabei, aber wurde ja wahrscheinlich auch angesprochen. Wie gesagt, von den Referenten, Tom und mir, war das jetzt mal so angedacht, dass es hier jetzt mal zum Kernthema von uns ein breit aufgestellter Antrag. Deswegen machen wir da Block 2 draus. Joachim redet, wie Grumpy mir gestern gesagt hat, wäre Joachim dazu bereit, wenn die Fraktion das will, bräuchte also hier eine Beauftragung. Und dann können wir Block 2 machen. Ich weiß von Daniel, dass wenn wir das ablehnen, macht er auch Block 1 draus. Zu den Ausschussüberweisungen möchte ich darauf hinweisen, dass wir in den Ausschüssen die meisten der benannten Themen, die in diesem Antrag, das ist ja ein Sammelantrag, vorkommen, dass wir in den meisten Fachausschüssen bereits Anträge haben, die inhaltlich präziser sind und weiter sind. Ja, wir haben zu Störerhaftung, zu Breitbandausbau etc. haben wir schon in den Fachausschüssen Anträge gehabt. Von daher, und in diesem Sammelantrag zur digitalen Agenda sind natürlich die einzelnen Forderungen relativ kurz. Das heißt, aus meiner Sicht ist eine Überweisung die Fachausschüsse gar nicht unbedingt nötig. Weil einfach, wie gesagt, die Fachausschüsse, jedenfalls die meisten Fachausschüsse weiter sind oder präziser bereits sich damit auseinandergesetzt haben, als wir jetzt hier in diesem kompakten Antrag das aufnehmen konnten. Ja, vielen Dank, Linus. Ich sehe eine Wortmeldung von Frank in dem Zusammenhang. Ja, nur was die, wir sind uns ja einig, was der Antrag leisten soll, nämlich das zu bewerten, dass auch wir bewerten, was da gemacht wurde in Berlin. Und wenn wir das kurz im Plenum machen, in 5 Minuten oder in 8 Minuten, dann ist das ein bisschen dünn. Es ist völlig korrekt, wir haben die meisten Sachen, also jetzt konkrete einzelne Punkte in Fachausschüssen schon durch. Ich reiß mich auch offen gesagt gar nicht mal drum, das im Fachausschuss zu besprechen. Auf der anderen Seite, wenn wir das thematisieren wollen, dann gehört eigentlich auch nochmal die Thematisierung im Ausschuss dazu. Es ist natürlich völlig sinnfrei, dazu eine Anhörung zu machen. Das ging gar nicht. Das haben wir halt in den einzelnen Punkten schon gemacht. Aber ich denke schon, dass wenn man den Antrag einreicht, dann sollte man auch im Ausschuss nochmal
da konkretisiert, ich nehme jetzt mal innen zum Beispiel halt Open Government Strategie oder sowas, die Umsetzung hier im Land ist, die, wie unterscheidet sie sich halt von Berlin, das können wir alles in den 5 Minuten oder 8 Minuten im Plenum nicht machen, das müsste dann nochmal im Ausschuss besprochen werden, dass er dann natürlich da rausgestimmt wird, ist ganz klar zu erwarten. Aber wie gesagt, wenn man den Ausschlag macht, dann auch ja, zumindest im Inneren würde ich für plädieren. Oh. Bitte? Harald, entschuldige. Ich sogar dran. Ja, das ist schön. Zu Einzelaspekten gibt es immer Anträge. Ja? Und zu Einzelaspekten gibt es auch immer irgendwelche Anhörungen. Aber ich habe gedacht, der Charme dieses Antrages ist, dass er eben comprehensive angelegt ist und der Bundesregierung mit ihrer digitalen Agenda mal einen vor die Birne haut, was ich auch für sehr nötig halte. Und hier sind ja echt spannende Aspekte drin, aus meiner Sicht, wozu es nach meiner Kenntnis nur gar keine Anhörung gegeben hat. Also ich kann mir hier auch schon vorstellen, Anhörungen zu anderen sehr breit angelegten Aspekten, aber ich will jetzt nicht in Einzelheiten gehen. Die Frage ist aber auch, ob wir mit diesem Antrag beispielsweise auch Zustimmung planen anderer Fraktionen, wenn wir das wollen, weil das ist ja hier ein Ansatz, der comprehensive ist, der mir jetzt auch nicht von Seiten der Landesregierung bekannt ist. Wo wir jetzt nach vorne gehen, ja, das ist ja das Hervorragende an so einem Antrag. Da machen wir einen richtigen Aufschlag mit und ich finde, da sollten wir ein bisschen Welle machen und ich denke, das schließt nicht Anhörungen aus. Dazu will ich mich jetzt nicht äußern. Ich hätte da schon ein paar Ideen zu. So, aber dann sollten wir vielleicht auch den Antrag möglicherweise so anlegen, dass wir nicht gleich die Landesregierung voll vor der Flinte nehmen, wie wir das jetzt aus meiner Sicht unnötigerweise in dem Teil Open Data, Open Government tun. Das tun wir ja nicht überall, sondern ich glaube nur in diesem Teil. Das ist nur ein Halbsatz, den wir da ein bisschen geschmeidiger machen müssten, um ja, die Zustimmung der anderen Fraktionen auch wieder mal zu monieren oder einzufordern. Fällt Ihnen dann ja umso schwerer, dort nicht zuzustimmen. Oder Sie ziehen dann auch wieder schnell einen anderen aus der Tasche. Kann ja auch sein. Nico, war das jetzt eine Wortmeldung? Entschuldige, im Augenblick sehe ich nur Nico auf der Liste. Ja, weiß ich nicht, ob im Moment so das parlamentarische Klima herrscht, dass wir hier besonders um Zustimmung der Regierungsfraktionen buhlen sollen oder überhaupt können. Also ich sehe das nicht und von daher kann man da auch, wenn es die Landesregierung zu kritisieren gibt, natürlich als Oppositionspartei auch die Landesregierung in den Punkten kritisieren, wo es angebracht ist. Und da können wir auch, da müssen wir da nicht darauf gucken, dass wir da jetzt konsensfähig sind, wenn wir in anderen Fragen so derartig über Kreuz liegen. Und was Anhörungen angeht, weiß ich nicht, wir kritisieren hier das Regierungsprogramm, das Regierungshandeln auf Bundesebene. Kann auch jede, also weiß ich nicht, inwieweit das dann eine Anhörung tatsächlich zugänglich ist, kann ja dann aber jeder Ausschuss auch für sich entscheiden. Also stellen wir jetzt zuerst, würde ich ganz kurz die Frage in den Raum stellen, so wie angedacht. Wir beantragen Block 2 und schicken Joachim in das Rennen zu diesem Thema, welches eine sehr große Relevanz aus unserer Sicht auch für uns als Piraten hat. Spricht sich jemand dagegen aus? Dann machen wir das so, Block 2 und Joachim, und wenn an der Stelle Block 2 nicht gewünscht ist von den anderen, werden wir ja dann sehen. Wovon ich aber an der Stelle mal nicht ausgehe, oder dann vielleicht doch, falls ihr zuguckt, hallo. Ja, dann wird es halt Block 1. Dann haben wir dazu, was die Ausschussüberweisungen jetzt noch betrifft. Ich sehe, wir haben 11.38 Uhr. Die Zeit an der Stelle wird ja auch sehr knapp. Wenn da jetzt jemand noch kurzfristig dann mit drauf möchte.
kurz, die, ich habe sie gerade auch nicht, weil ich das Protokoll aufhabe. Hast du gerade noch mal, Linus, ganz kurz, wer jetzt die Übersicht, wer... Wer ist federführend? Ausschuss. Welcher Ausschuss ist gerade federführend? Welche sind mit dazugekommen? Entschuldige, das habe ich vergessen, nochmal aufzumachen. Genau, genau. Diese Prozessfrage müssen wir jetzt klären. Wie gesagt, deswegen. Okay, die große Frage ist, welcher Ausschuss soll federführend sein an der Stelle? Es kommt ja von Daniel. Gibt es von Seiten der Referenten an der Stelle einen Vorschlag? Ja, ich würde es. Wie gesagt, die Frage war Wirtschaft oder Kultur und Medien, und da würde ich dann eher Kultur und Medien machen, ne, damit wir es halt, wir wollen es ja gerade nicht eben nur wirtschaftlich sehen. Und dann wäre es bei Daniel oder könnte Daniel das bearbeiten, da federführend. Ich denke, das wäre eine Lösung. Lukas, was, da du für den Bereich auch teilzuständig bist. Okay, jetzt kommt Frank. Ja, also natürlich, ich meine, wir haben ja hier auch eine sag mal, Einordnung der Ausschüsse, und die digitale Agenda ist für Deutschland ein Wirtschaftsthema. Es ist ein sicherheitspolitisches Thema, es ist ein Kulturthema, es ist ein Medienthema und so weiter. Was ist jetzt das Stärkste? Ich weiß nicht, wie ihr im Wirtschaftsausschuss aufgestellt seid, also und wie da die Kenntnis, der Kenntnisstand bei den anderen halt zu dieser Thematik ist. Es ist auch für Piraten, denke ich mal, ein ganz klares Wirtschaftsthema und nicht nur Kultur, also nicht Kultur und Medien in der Stärke. Inneres wird sich auch bewerben, nicht unbedingt federführend. Ja. Okay, dann jetzt keine Eins. Ich sehe auf der Liste Toso, Lukas, Linus. Toso, bitte, wenn ihr kurz innehalten mögt, damit Toso. Ich will nicht immer so schreien. Ich sag mal, das ist die digitale Agenda der Bundesregierung. An der Stelle hätte jedem aufgehen können, wo es hingehört. In diesem verkackten Hauptausschuss, weil Bundesthemen, Kack-Hauptausschuss. Das Ganze auf Wirtschaftlichkeit zu reduzieren oder als Hauptschwerpunkt zu sehen, wird dem Ganzen halt nicht gerecht. Wir reden ja hier nicht über die Wirtschaft, sondern den Netzzugang einzelner Menschen. Das Ganze nur in rechtlichen Teilaspekt zu kappen, macht auch keinen Sinn. Das muss man halt schon so ein bisschen ganzheitlicher betrachten. Deshalb sprechen wir darüber, das in mehrere Ausschüsse zu packen. Und eigentlich hätte das, weil es halt aus dem Bund kommt und ein extremes Bundesthema sein müssen, in diesen Querschnittsausschuss, Hauptausschuss zuerst gemusst. Dass wir es nach 2 Jahren immer noch nicht so drin haben, ist ein bisschen schade. Richtig, da sind wir wieder. Das hatte ich aber halt auch am Freitag schon versucht, ein bisschen verklausuliert rüberzubringen, ohne irgendjemanden jetzt zu treten. Ich muss auch einfach mal loswerden, ich bin das so ein bisschen leid. Auf der einen Seite werde ich getreten, weil ich aus der Verfassungskommission nicht jeden Termin hinterhertrage. Auf der anderen Seite muss ich jedem hinterherlaufen. Das zerreißt mich gerade so ein bisschen an der Stelle. Bitte das einmal nachzuvollziehen. Danke. Richtig. Okay, wir machen jetzt mal nicht das mit der Themenvermischung an der Stelle auf der Ebene. Ich hätte dann den Lukas dazu. So, ich habe ja eben keine Einwände geäußert. Jetzt habe ich sie doch. Also es ist tatsächlich so, dass im Kultur- und Medienausschuss, es ist wahrscheinlich der Ausschuss, wo die meiste Fachkompetenz aus diesem Bereich drin angesiedelt ist. Dennoch denke ich, dass zum Beispiel eben der Wirtschaftshebel ein
ein wesentlich stärkerer Hebel ist als hier ein bisschen Kultur und Medien und Zugang, Barrierefreiheit und weiß der Geier was. Das ist zumindest die Erfahrung aus den letzten Jahren. Sobald es um Geld geht, um Wirtschaftsförderung, übrigens auch ein Bestandteil eben dieser digitalen Agenda, wird die Debatte verschärfter bzw. auch konzentrierter. Klar würde ich natürlich gerne auch im Kultur- und Medien oder muss ich unbedingt im Kultur- und Medienausschuss darüber reden, aber es muss nicht federführend sein. Und wie Toso schon sagte, ich sehe den eher im Hauptausschuss, aber natürlich auch in den vielen, vielen anderen Ausschüssen. Und lass uns den ruhig länger köcheln, weil ich denke, das ist... Da gibt es viel zu bereden. Insofern ein Votum von mir als momentan einziger Vertreter aus dem Kultur- und Medienausschuss schiebt das in den Hauptausschuss federführend. Linus? Hauptausschuss finde ich gut. Können wir gerne machen. Zur Wirtschaftlichkeit, klar, wir sind ja eigentlich sehr gut aufgestellt. Wir haben ja selbst das Breitbandthema hier angestoßen in dieser Legislaturperiode. Ich hatte es gestern auch rumgeschickt. Also Daniel und ich sind da fit drin, das können wir da gerne machen. Trotzdem würde ich mich dem anschließen, dass unsere Agenda ja doch vielleicht einen anderen Hauptschwerpunkt hat. Na, das, also die Bundesregierung sieht das also vor allem unter den wirtschaftlichen Aspekten. Es gibt ja auch ganz viele. Ne? Also ich bin nicht der sich dagegen wehrt, aber ich glaube trotzdem, für die piratige Agenda, glaube ich, wäre es gut, wenn es halt nicht im Wirtschaftsausschuss federführend ist, weil sonst das nur unter wirtschaftlichen Prämissen diskutiert wird. Deswegen finde ich den Hauptausschuss gut und dann machen wir Wirtschaft natürlich wegen Breitbandausbau mitberatend und andere Ausschüsse auch noch. Ich fand, also noch den letzten Satz, wir hatten schon mal, dass wir einen Antrag in ganz viele Ausschüsse überwiesen haben. Und ich fand, jedenfalls, das war meine Lehre daraus, das ist eigentlich nicht optimal. Einmal, gut, das muss uns nicht interessieren, wehren sich die anderen Fraktionen sehr stark dagegen. Gut, klar, das ne, muss uns jetzt nicht so interessieren. Und sagen, wir würden hier das Parlament lahmlegen. Auf der anderen Seite sollte es aus meiner Sicht auch vielleicht nur in zwei oder drei Ausschüsse, ich weiß, es geht alle an, aber vielleicht auch da, wo die Leute wirklich sagen, wir wollen da wirklich groß was draus machen. Ich weiß, das ist ein Antrag, der könnte in alle Ausschüsse gehen, aber ich frage so ein bisschen, ob das wirklich der Sinn ist, wenn wir das jetzt in 10 Ausschüsse überweisen. Also das dann habe ich den Frank als Nächsten auf der Liste. Ja, Toso, ich finde den Vorschlag sehr gut, den du gemacht hast, ohne das drumherum, da hätten wir darauf verzichten können, muss ich leider mal an der Stelle sagen, aber Bundesthema ja, Hauptausschuss federführend, 2 oder 3 Fachausschüsse drumherum, wo fachbezogen gesprochen wird, können wir entscheiden, Wirtschaft finde ich gut, Kultur, Medien finde ich gut, Innere steht zur Verfügung, whatever, überlegt noch, was noch Sinn machen würde, nicht zu viele. Das macht es problematisch in der Durchführung, weil der Federführende muss immer abwarten auf die Beratung und so weiter. Kennen wir alles. Hauptausschuss federführend heißt ja nicht unbedingt, dass der Hauptausschuss auch dazu reden muss im Plenum. Das können wir ja, wie gehabt, anders machen. Dann habe ich als Nächstes auf der Liste den Dietmar. Ich habe die Befürchtung, also Ausschussberatungen kann man so oder so machen. Ich erlebe Ausschussberatungen im HFA oder im Rechtsausschuss weniger, aber insbesondere im HFA, auch in anderen Fachausschüssen, kenne aber auch solche im Hauptausschuss und muss ganz ehrlich sagen, die stiefmütterliche Behandlung von Anträgen im Hauptausschuss finde ich ganz widerlich. Ja, ich finde die einfach furchtbar. Ich meine, mein erster Kontakt mit dem Hauptausschuss war der, weil ich als Stellvertreter da bin, ey, mach dir keine Sorgen, ist eh in einer halben Stunde vorbei. Oder manchmal auch nur 10 Minuten, ja, oder eine Viertelstunde. Und der Vorsitzende drückt auch drauf, um es mal ganz klar zu sagen. Ich halte die Behandlung im Hauptausschuss für von der Sache her richtig, da gehört es eigentlich hin. Aber ansonsten, wenn ich mir die ganzen Punkte, allein die von A bis G nur angucke, haben wir eben tatsächlich die Ausschüsse meines Erachtens mitberaten, mit reinzuziehen, für die da auch relevant sind.
Das ist natürlich Kultur und Medien, das ist auch Wirtschaft, das ist auch Haushalt und Finanzen. Ganz klar, gerade was im Bereich Breitbandstruktur angeht, ist es insbesondere eine Geldfrage. Es wird ja diskutiert im Zusammenhang, Bayern investiert 2 Milliarden, NRW nur 1,8 Millionen oder irgendwas, sowas in die Richtung. Bitte? 10, ja gut, auch nicht. Also gegenüber 2 Milliarden ist das natürlich ein Fliegenschiss, ne? Muss man ganz klar zu sagen. Dann die Fragen Strukturwandel, Arbeitsmarktpolitik, ist doch ganz klar, wo das hingehört. AGS ist aber eine ganz klare Sache. Natürlich spielt auch die wirtschaftliche Entwicklung bzw. die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Bereich Arbeitsmarkt und Sozialwesen hinein, auch in Zusammenhang mit der digitalen Agenda. Natürlich sind auch rechtliche Aspekte betroffen, wie zum Beispiel Störerhaftung, ja, ist das der Punkt C, ganz wichtiger Punkt. Störerhaftung, ganz wichtiger Punkt aus Piratensicht. Punkt C, wie aber auch natürlich das EU-Datenschutzrecht. Das gehört natürlich auch in den Europaausschuss, wie aber auch in den Rechtsausschuss. Also ich bin schon dafür, wir sollten uns nicht scheuen, hier wirklich möglichst viele Ausschüsse zu benennen. Wenn die anderen sagen, wir finden das doof, dann ist das so. Dann finden die das zwar doof, aber dann wird trotzdem, weil wir die Antragsteller sind, in der Regel dahin überwiesen. Denke ich mal. Und dann müssen sich die Ausschüsse damit befassen. Und dann ist es Sache der einzelnen Fachabgeordneten, unserer nämlich, das Thema entsprechend im Ausschuss zu besetzen und dazu auch zu reden und die anderen im Prinzip durch was auch immer, vielleicht so noch kleine Nachtragsanträge oder vielleicht Vorbereitungen auf die Sitzung, die anderen Kollegen von den anderen Fraktionen dazu anzuhalten, sich darüber zu informieren über das Thema und dann auch sprechfähig zu sein. Das ist immer eine Frage der Sprechfähigkeit im Ausschuss, denn die meisten sind zu nichts sprechfähig und halten deswegen die Klappe und dann ist der Punkt schnell zu Ende. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Und deswegen go, ganz viel. Also ich melde hier Rechtsausschuss und HFA auf jeden Fall an für die Mitberatung. Aber bin auch dafür, dass die Sache hauptsächlich angesiedelt wird im Hauptausschuss. Und dann schauen wir mal, was passiert. Toso. Zwei Kleinigkeiten, drei vielleicht. Zum einen war das gerade keine Bewerbungsrede für den Hauptausschuss, sondern nur der Hinweis, dass es da auch hin muss. Der nächste Punkt, historisch gesehen, ist der Hauptausschuss und der Kultur- und Medienausschuss zuletzt in der letzten Wahlperiode ein gemeinsamer Ausschuss gewesen. Das macht halt viel Sinn, weil Kultur und Medien läuft halt viel über den Bund, gerade Medien. Von daher sehe ich das sehr unkritisch. Es müsste halt nur federführend in einen von beiden Ausschüssen, wenn man nicht einen speziellen Schwerpunkt halt auf Wirtschaft oder Arbeit oder Soziales oder Recht legen will. Dann muss es entweder in den Haupt- oder in den Medienausschuss. In welchen davon ist mir egal. Da habe ich mich vielleicht gerade nicht klar genug ausgedrückt. So. Eine Frage an Dietmar. Wie oft hast du bis jetzt Vertretungen im Hauptausschuss gemacht oder warst dabei? Dabei. Ich glaube, vier Mal. Viel weniger. Egal. Zweimal warst du da, Dietmar. Genau. Ist das nicht jetzt? Ist das so dementsprechend relevant? Dadurch. Wenn du mir vorwirfst, dass wir zu punkten in einem Ausschuss... Toso, halt die Klappe. Ich werfe dir gar nichts vor. Ich habe dir das nicht vorgeworfen. Ich habe gesagt, wie es dort ist und wie ich es dort erfahren habe. Und nutze hier nicht den Stream für deine persönliche Fehde. Dietmar, ich möchte dich an der Stelle um etwas mehr Ruhe und Entspannung bitten. Toso, bitte rein sachlich zu dem Antrag an der Stelle... wie wir damit weiter verfahren können als Vorschläge. Darum wäre ich sehr dankbar. Habe ich jetzt das Dankeschön. Recht darauf zu antworten, was mir hier angeworfen worden ist oder nicht? Mir ist das Wumpe. Mir ist gar nichts angeworfen worden, aber das hast du nicht kapiert. Ich möchte euch bitten, nicht versteckt oder hintenrum, wie auch immer, gegenseitig irgendwelche Vorwürfe, irgendetwas rein zu interpretieren. Natürlich, du hast jederzeit das Recht, dich zu äußern. Das ist lieb. Danke. Und du hast weiterhin das Wort. Das ist auch lieb, Dankeschön. Also, ich habe das so empfunden, dass das so angekommen ist, speziell nach der zweiten Aussage, dazu muss man dann auch sprechfähig sein, nach der ersten Vorlage. Das empfinde ich beides wieder als beleidigend und nicht schön und vor allen Dingen nicht richtig. Und das möchte ich gerne einfach klargestellt haben. Dankeschön, das ist schon alles. Ich habe den Lukas als Nächsten auf der Rednerliste. Soll ich zur allgemeinen Entspannung ein bisschen vom Wochenende und vom Schützenfest erzählen? Ja, sowohl als auch.
Nein. Ich würde ganz gerne noch mal etwas von Linus aufgreifen. Er sagte, dass er in der Vergangenheit das Gefühl hatte, dass wenn wir Anträge in viele Ausschüsse überweisen, dass es dann häufig ja irgendwie stockt oder wie auch immer. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich denke, das liegt auch an uns Abgeordneten, denn wir reden viel zu wenig über den Fortschritt des Antrags. Das ist zumindest mein Gefühl, das ich hatte, und da würde ich auch appellieren, dass wir es irgendwie schaffen, da so ein Framework zu bauen um diesen Antrag herum, wenn wir sowas vorhaben, um wirklich auch immer up-to-date zu sein auf Abgeordnetenebene, auf Referentenebene, um halt auch, klar, natürlich einzelne strategische Argumente, die vielleicht mal in einem anderen Ausschuss gebracht werden, dann schon mal irgendwie dann vorzubereiten, auszuarbeiten, damit es im nächsten Ausschuss einem nicht um die Ohren fliegt. Wie das konkret aussehen soll, weiß ich nicht, aber da wollte ich einfach nur einen Appell loswerden, dass wir dann bei solchen Anträgen wesentlich intensiver zusammenarbeiten, ausschussübergreifend. Dann habe ich den Dietmar an der Stelle. Also, Toso, da du ja geglaubt hast oder zumindest eine Wahrnehmung hattest, sei gegen dich oder Michelle gerichtet, dann hättest du bitte zuhören sollen, den Kontext auch verstehen müssen. Das passiert natürlich dann nicht, wenn man einfach nur draufspringt und sagt, bezieht es alles auf sich. Hier wird von dem, was hier allgemein gesprochen wird, viel zu vieles von irgendwem auf sich persönlich bezogen. Ja? Wenn du zugehört hättest, hättest du gehört, dass ich gesagt habe, das ist nämlich in allen Ausschüssen dasselbe Problem. In allen Ausschüssen dasselbe Problem. Und das liegt an uns, den Fachabgeordneten, dafür zu sorgen, dass die anderen Abgeordneten sprechfähig sind. Dann können sie nämlich auch was sagen. Ich habe nicht gesagt, dass du oder Michelle als die beiden, die dort im Hauptausschuss uns vertreten, nicht sprechfähig seien. Dietmar, könnt ihr das nicht irgendwie draußen? Nein, das können wir nicht draußen. Das können wir nicht draußen. Weil aus Grund einer allgemeinen Aussage Toso hier eine Sache sehr persönlich aufbaut und dieses hier in der Öffentlichkeit. Und das passiert von dieser Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, zum wiederholten Mal. Und ich bin nicht bereit, das weiterhin hinzunehmen. Und es wird immer der Stream dafür benutzt, in den nicht öffentlichen Teilen oder auf dem Gang oder oben im Büro passiert das nämlich komischerweise nicht. Und ich weiß nicht, was das soll. Und dann muss es auch möglich sein, das hier zu nehmen und dann zu sagen, pass auf, so geht's nicht. So, wir haben noch ein paar mehr Sachen vor. Und ja, und so Birgit, es ist ja schön, dass du dich meldest. An der Stelle, kurz möchte ich noch mal um Ruhe bitten. Wir haben 11.56 Uhr. Ich habe gerade als weitere Wortmeldung den Frank mit auf der Liste. Wenn niemand etwas dagegen hat, würde ich ganz gerne den nicht so kontroversen Antrag, den mittlerweile zwischendurch dankenswerterweise rumgeschickt hat, kurz einschieben, damit wir diesen in seiner jetzigen Form eben verabschieden können oder beschließen können, damit wir ihn fristgerecht mit auf die TO setzen können. Ich stelle ganz kurz eben die TO um, also wir sind jetzt, wir springen zu dem Bereich Finanzierung für Frauenhäuser nachhaltig sichern. Gibt es dazu Redebedarf? Linus, ich habe es im Kopf, keine Hektik. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ich habe dich wirklich nicht mehr akzeptiert, als du vielleicht von regelrechter Hinprügeln. Ja, dann nur, Frank. Nur, dass er jetzt gut ist, dass der Redebedarf ja da. Okay, vielen Dank. Spricht sich jemand gegen den Antrag in seiner jetzigen Form für das kommende Plenum oder dagegen aus? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Von daher, Andrea, wenn ich dich noch mal bitten dürfte, sozusagen das vielleicht direkt mit Nadja jetzt eben zu klären. Und bei der Gelegenheit, ich hoffe, Nadja hört hier auch gerade zu, dass wir diesen Antrag Digitale Agenda in seinen Feinheiten bestimmt gleich noch beschlossen kriegen. Weil die anderen Änderungs- und Ergänzungsanträge sind davon nicht betroffen und würde somit wieder zurückkehren zu dem großen Antrag Digitale Agenda. Und habe da, glaube ich, ich weiß nicht, Frank und Nico, war das gerade eine Meldung?
Ach so, der Lukas hat sein Mikro noch aus. Tollpatsch. Frank? Jetzt aber. Okay. Ja, ich wollte plädieren, dass wir die Zwischentöne bei der Diskussion über die Ausschussverteilung hier rauslassen. Ich kann Dietmar da durchaus verstehen, was er sagt, aber das gehört hier nicht hin. Wir reden jetzt hier fachlich über die Ausschussverteilung. Ich plädiere dafür, den federführend in den Hauptausschuss zu geben und Maximum vier Fachausschüsse dazu zu nehmen. Das können wir jetzt gleich in der nächsten Pause, die, glaube ich, gleich ansteht, klären, welche vier das sind. Und vielleicht kann man das so abstimmen jetzt. Das habe ich gerade gesagt, vier Fachausschüsse, habe ich hoffentlich gesagt. Ne? Ja, eigentlich. Hauptausschuss federführend und vier Fachausschüsse dazu, bis zu vier Fachausschüsse. Für den Bereich der einzelnen Ausschüsse gibt es von Seiten, ist jetzt die große Frage, wie wollen wir vorgehen? Wer möchte diesen Antrag federführend jetzt übernehmen? Möchte dies der Hauptausschuss? Ich, langsam, wenn wir nicht einigen können, machen wir das im Sportausschuss. Ja, das ist genau der Punkt. Ob wir das im Sport. Ja, im Fischereiausschuss, genau. ACTA sei Dank. Also ich bitte an der Stelle darum, eine Liste jetzt hier vorzuschlagen von Seiten der MDL für diesen Antrag. Und ja, zusätzlich, ich bin gar nicht, oder das vielleicht im Pad kurz niederzuhacken. In dem Fall war sie nicht explizit, oder? Feder für den Hauptausschuss, zusätzlich vier Fachausschüsse. Ah, ist ja doch schon dabei. Okay, ich sehe weiteren Redebedarf an der Stelle. Dietmar? Ja, also, wenn, Verständnisfrage, wenn der Hauptausschuss federführend ist, ist dann automatisch Kultur und Medien aber dann mitberatend, ja, und umgekehrt. Nee, umgekehrt wird es nicht funktionieren. Ne? Auch, so, also gut. Ja, gut, dann also ich schlage jetzt mal Liste vor, Hauptausschuss federführend, Kultur und Medien, Kultur und Medien und, was hatten wir noch? Wirtschaft und Justiz und AGS mitberatend. Ich sehe eine Wortmeldung, oder war vorher Tose? Du wolltest, glaube ich, gerade zwischendurch schon die Hand heben. Dann Nico. Ja, vier Ausschüsse halte ich auch für ausreichend. Kultur, Medien, Wirtschaft sind wir uns einig. Inwieweit das AGS tatsächlich betrifft, also wir wollen das ja dann auch auf einem vernünftigen Niveau und nicht so derailing-mäßig diskutieren, weiß ich nicht. Justiz, gut, kann ich mir vorstellen, unter dem Blickpunkt Störerhaftung hatten wir aber auch schon und ehrlich gesagt, so hochfliegend sind die Diskussionen in dem Ausschuss da auch nicht. Also die beiden, da mache ich mal ein Fragezeichen eher hinter. Angesichts der Tatsache, dass Joachim im Plenum dazu sprechen wird und wir auch noch eine Ausschussumbesetzung vorhaben, die auch Joachim betrifft, würde ich mal den Europaausschuss da auch noch der ja auch schon, glaube ich, sowieso mit vorgeschlagen ist, dann nochmal in Erinnerung rufen und schon dann auch unserem Vorsitzenden dann nochmal die Möglichkeit geben, etwas ausführlicher in die Arena einzusteigen und den anderen da Paroli zu bieten. Toso. Dankeschön. Zwei Dinge. Ich würde es aufgrund der Sache, dass Daniel Schwert und Linus, ihr arbeitet ja da sehr stark zusammen, jetzt Wirtschaftler von der Seite zwar ausgesehen, aber wenn ich recht informiert bin, ist Daniel Schwert auch im Kultur- und Medienausschuss, oder? Da ihr diese Arbeit jetzt geleistet habt, würde ich es für unredlich halten, jetzt hier zu versuchen, diesen Antrag, den ich sehr gelungen finde, in den Hauptausschuss zu bekommen. Das entspricht nicht meiner Haltung an der Stelle.
Ich fände schon schön, wenn Daniel diesen Antrag, den er mit dir zusammen sehr weit gestaltet hat, auch dann nach außen vertreten würde. Alles andere würde ich so als Wegziehen empfinden, von mir aus gesehen jetzt. Daniel sieht das vielleicht anders. Ich fände das aber nicht besonders schön. Von daher plädiere ich dafür, das in den Medienausschuss als federführenden Ausschuss zu geben. Dazu dann in den Hauptausschuss, meinetwegen auch in den AGS, wobei da die Diskussion darüber bestimmt spannend wird, vielleicht nicht ganz lang. Europaausschuss sehe ich auch. Und ich würde eher innen als rechts sehen, Dietmar, an der Stelle. Innen? Dann. Habe ich als nächsten den anderen Daniel, den Daniel D., den RWO Lupo, auf der Liste. Ja, danke. Vielleicht geht es nur mir so in meiner Wahrnehmung. Ich finde, dass wir gerade relativ lange dafür brauchen, einen Antrag nicht inhaltlich zu beraten, sondern darüber zu reden, in welche Ausschüsse der überwiesen wird. Das finde ich so ein bisschen suboptimal. Und ich muss auch sagen, dass meine Spannungskurve so ein bisschen gerade gen Null tendiert. Nichtsdestotrotz möchte ich noch einen Ausschuss reinwerfen. Wenn mich nicht alles täuscht, hat auf der Mailingliste unser Fraktionsvorsitzender noch den Hochschulausschuss mit ins Rennen geworfen, glaube ich. Nico nickt. Dann hätten wir noch einen zusätzlichen Ausschuss. Damit sind wir dann fast durch. Nehmen wir doch alle. Olaf, Familie, Kinder und Jugend, glaube ich, brauchen wir nicht. Damit hätten wir zumindest einen Ausschuss, der sich an dieser Beratung nicht beteiligen will. Aber Sport will. Hättest du ja noch gesagt. Sport würde ich auch zurückziehen, glaube ich, wenn ich Lukas' Reaktion da richtig interpretiere. Konkret, also uns wird ja eh vorgeworfen werden nächste Woche, dass wir wieder hier mit Bundesthemen rumspielen. Und wenn wir das Ding jetzt auch noch irgendwie in 27 Ausschüsse überweisen, Halleluja. Dann muss ich sagen, zu Recht. Also nicht zu Recht überweisen, sondern zu Recht, dass da entsprechende Vorwürfe gemacht werden. Ich persönlich glaube, dass Kultur- und Medien, Wirtschaftsausschuss und Hauptausschuss ausreichend sind an der Stelle. Da haben wir uns auch mit unserer Expertise ausreichend Gelegenheit einzubringen hier im Landtag in den weiteren Beratungen. Wer von den dreien jetzt federführend ist, sachlich, fachlich wäre es wohl der Hauptausschuss. Aber ich kann Tosos Argumentation da sehr gut nachvollziehen. Da Linus bzw. Daniel da federführend drin sind, sollten die auch federführend den Antrag in ihrem Ausschuss beraten. Also mein Votum wäre dahingehend, den Wirtschaftsausschuss federführend damit zu betrauen und Hauptausschuss und Kultur und Medien dann mitberaten. Und ich glaube, ganz ehrlich gesagt, das reicht dann auch. Also wir brauchen keine Ausschussberatung, wo dann nachher im AGS gesagt wird, ja, schön, dass wir den Antrag hier haben, wir schieben dann mal ohne Votum. Das, was hier in der Praxis tatsächlich passiert, lasst uns 2, 3 Ausschüsse nehmen, da richtig mit arbeiten und umgehen und dann ist das, glaube ich, auch gut. Ich stelle jetzt mal gerade an Linus die Frage, ob du zwischenzeitlich irgendwelche neuen Erkenntnisse für dich hast finden können. Nein, die Fragen müssen einmal beantwortet werden. In welche also wer will unterzeichnen und in welche Ausschüsse? Wir drehen uns da gleich ein bisschen im Kreis. Genau. Und du kannst auch gar nicht zu. Deswegen, ich wollte das nur einmal ganz kurz wissen. Von daher bitte ich euch jetzt also. Wir sollten das jetzt abstimmen einfach. Ja. Dann würde ich jetzt folgende grundsätzliche Abstimmung an der Stelle in den Raum stellen. Zuerst, in welchem Ausschuss es federführend zu behandeln ist. Im Übrigen möchte ich nach 2,5 Jahren daran erinnern, wir können auch mitberatende Ausschüsse immer nachträglich noch mit reinnehmen. An der Stelle bei Zustimmung der anderen, ja, vielen Dank für den Hinweis. Und an der Stelle stellt sich, wenn ich jetzt nicht falsch liege, grundsätzliche Frage, soll der Antrag in den Hauptausschuss oder soll der Antrag in den, also erst ich formuliere kurz die Frage, oder soll der Antrag in den Wirtschaftsausschuss
Und wir machen Approval, würde ich vorschlagen. Und, das ist genau das, was ich meinte. Das heißt, wir machen jeweils zwei Runden. Jeder kann andauern. Ist das eine Frage dazu? Okay, es gibt eine Frage von Simon. Das sind jetzt die Ergänzungen. Er kommt auf jeden Fall federführend in Kultur und Medien und dann geht es darum, ob noch in Hauptausschuss oder Wirtschaft. Oder wir sind jetzt erstmal bei federführend. Okay. Jetzt hattest du den dritten Aspekt. Oder ist es federführend Kultur und Medien? Also noch einmal, wir haben drei mögliche Federführende an der Stelle. Ich warte noch gerade bis... Okay. Soll der Antrag in den Hauptausschuss? Wer ist dafür? Federführend in den Hauptausschuss, Entschuldigung. Wer ist dafür? Danke, dann soweit. Soll der Antrag federführend in den Wirtschaftsausschuss? Vielen Dank. Soll der Antrag federführend in den Ausschuss für Kultur und Medien? Ja, damit haben wir einen Gewinner. Es ist also Kultur und Medien an der Stelle. Und um es jetzt abzukürzen, die Liste der zusätzlichen Ausschüsse aus dem Ursprung heraus, ich kann es jetzt aus dem Gedächtnis, habe ich es auch nicht mehr im Kopf. Linus, kannst du mir da vielleicht auf die Sprünge helfen? Welche hatten sich ursprünglich bereits gemeldet von den Ausschüssen, die zusätzlich mit drauf wollten? Es gab da ja ein, zwei. Über die E-Mail-Liste kam Joachims Wunsch rum mit Hochschule. Und ich glaube, Frank hatte sich bei Daniel noch gemeldet. Ne? Nee, Moni wollte es nicht haben. Moni wollte es explizit nicht haben. Und Wirtschaft sollte, muss. An der Stelle, jetzt muss ich ganz kurz gucken, ob ich das hier zusammenkriege von der Übersicht her. Man möge mich korrigieren. Also würde das bedeuten, mitberaten von vornherein wären Wirtschaft, Hochschule, ich sage ja gerade, man möge mich korrigieren, Wirtschaft, Hochschule, Haupt, jetzt kam die Frage, jetzt kann ich leider keine Gegenfrage stellen. Justiz stand im Raum. Recht oder Justiz? Okay, Recht. AGS. Olaf? Nein, okay, dann nicht. Okay, und Europa. Dann stelle ich jetzt die Frage, gibt es zu dieser Aufstellung der mitberatenden Ausschüsse Redebedarf? Der Oliver hebt die Hand, der Toso hebt die Hand. Oliver? Das sind meiner Meinung nach zu viele, streich mal den Hochschulausschuss. Stellvertretend oder als ebenfalls Mitglied wird getan, ist getan. Hochschule kommt raus an der Stelle. Dann Toso bitte. Linus hat gerade zu Recht darauf hingewiesen, dass die Störerhaftung auch im Wirtschaftsausschuss besprochen wird. Deshalb nochmal meine Frage hauptsächlich an Dietmar, ob das Ding unbedingt auch in Recht besprochen werden muss. Okay, dann hat Dietmar gerade bestätigt, dass wir den auch in dem Bereich dann aus Recht rausnehmen können, weil der Hauptschwerpunkt bei Wirtschaft liegt. Vielen Dank für den Hinweis. Somit haben wir eine deutlich kürzere Liste. Wirtschaft, Hauptausschuss, Europa. Von daher stelle ich das sozusagen jetzt gerade zur Abstimmung. Wer spricht sich dagegen aus, mitberatend diese drei genannten Ausschüsse? Ah, es gibt noch eine Anmerkung von Toso.
Wobei ich Haushalt und Finanzen da jetzt schon spannend fand. Wir hatten ja, ja, gerade das Spannungsfeld der unterschiedlichen Bundesländer, was da ausgegeben wird. Ja. Also von, der Exekutive her. An dieser Stelle habe ich eine Wortmeldung von Frank. Kurze Anmerkung, dass es natürlich Unterschiede in den Bundesländern sind, aber der HFA beschäftigt sich mit dem Landeshaushalt, mit unserem einzigen. Also ich weiß nicht, ob da Unterschiede, was Finanzierung in anderen Bundesländern oder sowas besprochen werden. Und wir stellen in dem Antrag, geht es eigentlich um den Bund. Aber ich wollte das nur anmerken. Wenn du meinst, dass der HFA hier sinnvoll ist, okay. Das heißt, wir nehmen, dein Vorschlag ist, dass wir es jetzt wieder mit aufnehmen? Also, können wir das also nochmal erneut zusammenfassen? Indem wir jetzt noch, ich mache jetzt mal gerade hier selber Copy-Paste. Also Wirtschaft, Hauptausschuss, Europa und HFA. Richtig? Und jetzt kommt Linus. Ich bin ja wirklich für die kurze Liste, ne? Aber von der Technik her über den Umwelt und Landwirtschaft werden die Breitbandgelder verteilt. Also die befassen sich eigentlich damit. Wir machen viel, also die müssen technisch leider drauf. Also doch, Fischereiausschuss. An der Stelle, wir haben unser Zeitlimit erreicht. Möchte ich euch ganz ehrlich bitten um euer Handzeichen, ob wir diesen Punkt noch weiter diskutieren wollen oder direkt zur Abstimmung schreiten. Wer möchte diesen Punkt weiter diskutieren? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Schreiten wir also hiermit zur Abstimmung. Mitberaten während an der Stelle also Wirtschaft, Hauptausschuss, Europa, HFA. Spricht sich jemand gegen diese vier mitberatenden Ausschüsse aus? Toso, bitte. Gemurmelter Einwand? Alles gut. Noch einmal meine Frage, spricht sich jemand gegen diese vier genannten Ausschüsse mitberatend aus? Noch einmal, Wirtschaft, Hauptausschuss, Europa, HFA, sind die mitberatend? Das ist der federführende Kultur und Medien. Ich komme mir gerade vor wie eine Platte. Noch einmal, mitberatend werden Wirtschaft, Hauptausschuss, Europa, HFA, spricht sich jemand dagegen aus? So, im vierten Anlauf immer noch nicht, vielen Dank, dann ist das so durch. Nächster Tagesordnungspunkt sind... Das ist genau das, wie es das reguläre Prozedere ist. Das bedeutet also, die Namen dieser Personen sind dann jetzt darunter zu setzen und entsprechend schnell einzubringen. Außer Frank glaube ich an der Stelle nicht. Der nächste Punkt ist dann also der Änderungsantrag, den wir hier aber gar nicht thematisieren müssen, und der Ergänzungsantrag an der Stelle auch nicht. Die beiden wurden bereits am Freitag diskutiert. Die können wir jederzeit einbringen, einreichen. Gibt es dazu Gesprächsbedarf? Soweit nicht. Damit schließe ich diesen Tagesordnungspunkt über unsere Anträge für die nächste Plenarsitzung und komme zum Top 1 an der Stelle. Die Vizepräsidentschaftsgeschichte hatten wir bereits im Vorfeld, kurz von der Reihenfolge her. Vielleicht die Frage, Bericht des Vorstands, Bericht der Pressestelle vorzuziehen an der Stelle, ob wir das jetzt möchten oder nicht. Ich schaue unseren Pressesprecher an. Aber ansonsten, ich kann ganz kurz als Bericht der Pressestelle
sagen, dass wir im Moment sehr gut damit zu tun haben, diverse Medienanfragen zu sehr unterschiedlichen Themen abzuarbeiten. Ohne jetzt auf die einzelnen Themen näher einzugehen, wer den Pressespiegel von heute und den letzten Tagen gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. Ansonsten konzentrieren wir uns sehr auf die bevorstehenden Plenartage. Ich bitte da auch nochmal alle Referenten und MDL, die entsprechenden Deckblätter auszufüllen, sofern noch nicht geschehen, weil wir natürlich auch nächste Woche wieder eine Plenarübersicht rausgeben wollen und sämtliche Anträge dort vorstellen wollen. Das Prozedere ist eigentlich hinlänglich bekannt, trotzdem wollte ich es an dieser Stelle nochmal andeuten. Das war's. Vielen Dank, Ingo. Bericht des Vorstands. Die gestrige Vorstandssitzung stand rein unter dem Vorzeichen der Brandbekämpfungsmaßnahmen sozusagen, wenn ich das mal so titulieren darf. Die kleinen Buschfeuer. Und rein vom Organisatorischen her gab es an der Stelle viel internes Hin und Her. Ein Großteil davon, oder eigentlich der gesamte Teil in dem Zusammenhang, wird auch im nicht öffentlichen Teil thematisiert werden können und müssen. Von daher der Link zu diesem wirklich dadurch bedingten sehr kurzen Protokoll ist auch vorhanden. Von daher würde ich an der Stelle das Top schließen und zum nächsten Punkt kommen. Das ist Top 4, die Umbesetzung der Ausschüsse, die ebenfalls sehr wichtig sind. Nach Durchsicht aller älteren Protokolle ist uns aufgefallen, dass wir durch den Weggang eines Fraktionären zwar mal gesagt hatten, dass wir eine Stellvertretung in den PUA 2 West LB entsenden, hatten vergessen oder übersehen an der Stelle, dies offiziell zu tun. Und zwar ganz einfach nur entsprechend die Meldung, dass wir Nico Kern als Stellvertreter für Dietmar Schulz in den PUA 2 West LB entsenden. Das ist eine reine Formalie. Von daher möchte ich euch hiermit fragen, ist jemand dagegen, dass wir Nico... Genau, das ist der Punkt, damit wir dann die entsprechende Meldung fürs Plenum machen können. Gibt es da Gesprächsbedarf? Spricht sich jemand dagegen aus an der Stelle? Formal fu. Das ist nicht der Fall. Werden wir also so entsprechend in die Wege leiten. Dann geht es um den Ausschuss Europa und eine Welt. An der Stelle hatten wir ja schon mehrfach darüber diskutiert, halt vor allen Dingen auch intern. In meiner neuen Rolle als PGF ist das mir nicht mehr möglich. Als Stellvertreter kann ich dies auf jeden Fall auch weiterhin gerne machen. Auch zwischendurch in dem Fall Europa als Ausschuss ist mir sehr wichtig. Vorgeschlagen ist von allen gemeinsam Joachim. Joachim ist im Augenblick in Stockholm zu einer, nicht im Urlaub, sondern zu einer Ausschussreise in diesem Zusammenhang, eine sehr wichtige Ausschussreise. Und in diesem Zusammenhang können wir ihn auch in Abwesenheit als Sprecher für den Ausschuss Europa und eine Welt bestimmen. Und bitte euch hiermit um euer Handzeichen, entsenden wir Joachim als Sprecher für den Ausschuss Europa und eine Welt hier im Landtag NRW. Wer dafür ist, möge jetzt bitte die Hand heben. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Toso enthält sich. Ansonsten sind ja alle anderen dann dafür. Dann für die Stellvertretung Europa und eine Welt. Joachim war ja regulärer Stellvertreter. Demzufolge nach würde ich mich ins Rennen werfen als Stellvertreter. Gibt es da Gesprächsbedarf? Das ist nicht der Fall. Was ich. Die Arbeit. Das waren deine größten Fails im Ausschuss. Ja, genau, was war. Meine größten Fails waren in diesem Zusammenhang die schlechte Nachbetreuung, seitdem ich PGF bin in diesem Bereich.
Ja, deswegen möchte ich das gerne stellvertretend weiter immer wieder mitberaten. Okay. Darf ich als Stellvertreter in den Ausschuss Europa und eine Welt? Ich bitte um euer Ja. Ist jemand dagegen? Toso? Achso, entschuldige. Nachhaltig dafür. Mhm. Enthaltung? Ja, es tut mir leid. Harald hat keine Platz gesagt. Ja, nochmal. Der nächste Ausschuss, um den es geht, ist der Sprecher-Petitionsausschuss. Da hatten wir auch eine Menge Gespräche intern geführt. Dirk hat sich als Kandidat gemeldet. Stehen weitere Kandidaten an der Stelle zur Diskussion? Möchte sich jemand noch kurzfristig im Bereich, in einem der Kernthemenbereiche Bürgerbeteiligung, Petitionsausschuss, mit ins Rennen werfen? Dirk, steht deine Kandidatur? Wunderbar. Von daher, wer ist der Meinung, wir entsenden Dirk in den... Stopp, ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir sehr leid, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe die Reihenfolge vertauscht. Es ging zum einen um den Sprecherpetitionsausschuss und zu dem zweiten Sitz im Petitionsausschuss. Ich habe einen Formfehler gemacht. Es ging in dem Fall um den zweiten Sitz im Petitionsausschuss und dafür steht Dirk zur Verfügung. Taktisch bietet sich das an. Michelle hat da die größere Erfahrung und würde dann den Sprecher übernehmen. Wer spricht sich dafür aus, dass wir Dirk Schatz als zweiten Abgeordneten in den Petitionsausschuss entsenden? Wer spricht sich dagegen aus? Wer enthält sich oder nimmt nicht an der Abstimmung teil? Gut. Dann kommen wir jetzt zum Sprecher im Petitionsausschuss. Für die Rolle des Sprechers steht Michelle Marsching, auch in Abwesenheit zur Verfügung. Gibt es da Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Von daher möchte ich euch bitten, wer ist der Meinung, wir benennen Michelle Marsching als Sprecher der Piratenfraktion im Petitionsausschuss? Wer spricht sich dagegen aus? Wer enthält sich? Da ist eine Enthaltung. Und dann gibt es auf die Weise noch den Bereich des Stellvertreterpostens im Petitionsausschuss. Da wollte ich fragen, ob Kai oder Danebot entsprechend einer der beiden dafür, ob sie Stellvertreter bleiben möchten oder kann ich gerne bleiben. Technisch beratend mit dem Erfahrungswerten, ob ich das werden soll, also oder kann. Es ist mir nur so eingefallen, dass es vielleicht nicht so schlau ist, nicht so unschlau wäre, die Kenntnisse und Sachstände in der Hinsicht aus datenschutztechnischen Gründen einer Person zu übergeben, die stellvertretend demzufolge nach anstelle von Kai Schmalenbach steht meine Wenigkeit als Stellvertreter für den Petitionsausschuss zur Verfügung. Wer ist der Meinung, dass wir so verfahren sollen? Wer spricht sich dagegen aus? Wer enthält sich? Gut, dann sind wir mit diesem Top durch. Wir kommen nun zu Top 5. Satzungsänderungsantrag von Dirk. Im Wortlaut liegt er vor. Es gibt eine Anmerkung hierzu und definitiv Redebedarf. Es geht noch einmal um eine Verschiebung. Genau, jetzt wollte ich fragen, von wem dieser... ist von Dirk. Demzufolge nach, wenn niemand etwas dagegen hat, schieben wir diesen Antrag um eine weitere Woche. Simone. Können wir noch mal 5 Minuten Pause machen? Es kommt da, glaube ich, jetzt nicht mehr so viel. Also jetzt nicht, wenn alle Nein schreien, aber... Von daher, wenn niemand was dagegen hat, wenn wir diesen Top geschoben haben,
was wir an dieser Stelle tun, frage ich in die Runde, ob wir noch einmal 10 Minuten Pause machen. Ich ehrlich gesagt bräuchte die auch, um einiges zu unterschreiben. Dann würde ich sagen, dann haben wir, Moment bitte, dann sage ich jetzt bis 12 Uhr 28 bis 12.40 Uhr eben Pause zu machen. Und dann, wir kommen ganz schnell durch sozusagen und nach der Pause machen wir den geschlossenen Teil. Gut, dann Top 5, Umlaufbeschlüsse, da machen wir jetzt doch weiter, ich korrigiere mich. Umlaufbeschlüsse Top 5 liegen keine vor. Top 6, Vernichtung Altbefleierstände, ist ganz kurz gekommen, in die große Runde. Haben wir noch kurz mit reingenommen. Es gibt eine Empfehlung der Pressestelle. Ich sehe hier keinen weiteren direkten Gesprächsbedarf innerhalb dieser Fraktionssitzung, außer es möchte jetzt jemand dazu etwas einbringen, einwenden. Okay, dann sind wir bei Top 6 durch. Der Empfehlung der Pressestelle wird gefolgt und wir werden das auch entsprechend kommunizieren gemeinsam. Top 7 ist Körperschaftsstatusgesetz. Das kam aus dem Vorstandstrecker ganz kurz. Von wem war das? Ich will jetzt den Trecker reingucken, kann ich gleich mal tun. Muss ich natürlich wieder den Scheißding ständig umstellen von alleine. Die 2 Minuten sind jetzt auch nicht tödlich. Das wird von unserem Abgeordneten im Hauptausschuss kritisch gesehen. Was sagt der Abgeordnete im Hauptausschuss? Also, verstehe ich. Nein, ich frage jetzt ganz einfach, okay, ich kürze es ab, weil ich jetzt gerade aus dem... Von Gerhard Mölitzer kam die Mail. Okay, dann würde ich sagen, hat Toso für HPA als Vertreter hier. Bitte, Toso. Ja, es geht beim Körperschaftsstatusgesetz weiterhin darum, dass sich hier der Landtag, egal ob jetzt als Plenar oder als Hauptausschuss, das letzte Wort vorbehalten möchte, obwohl wir eigentlich festlegen, welche Grundlagen eine Organisation erfüllen muss, um den Körperschaftsstatus zu bekommen. Wir halten das für ein bisschen sehr seltsam, würden dem aber zustimmen, würde man innerhalb von, was haben wir gesagt, 3 Jahren, also bis zum 31. Dezember 2012 über die Erfahrung damit auswerten und schauen, ob sich diese Regelung bewährt hat. Allerdings möchte man das gar nicht machen, glaube ich. Ne? Oder wann wollen die? 2022 oder sowas? 21. Das frühestens auswerten, das halten wir für viel zu spät. Dementsprechend, da man auch auf diese kleineren Änderungen von unserer Seite nicht eingeht, können wir dem Ganzen so nicht zustimmen. Weil das war schon das Äußerste, was wir von unserer Empfehlung her, von der Rechtssystematik überhaupt zulassen hätten können. Weil entweder man stellt Hürden auf, die eine Organisation überspringen muss. Wenn diese Organisation das überspringt, dann gibt es einen Rechtsanspruch. Stellt man nur Hürden auf und sagt dann, und trotzdem entscheidet hinterher noch der Landtag darüber, ist das nicht wirklich von der Rechtssystematik ordentlich und dementsprechend können wir da nicht zustimmen. Nico. Ja, Frage, war das jetzt nur eine Information oder sollen wir hier drüber abstimmen oder? Das ist die Information. Nochmal, dieses Körperschaftsstatusgesetz ist eigentlich als 5-Fraktionen-Antrag gestartet. Allerdings sind auf unsere Einwendungen hin nur sehr, sehr wenige Dinge da geändert worden. Dementsprechend würden wir jetzt halt sagen, wir möchten aus dieser 5-Fraktionen-Antragsgeschichte raus und wir lehnen das entsprechend ab. Jetzt habe ich noch eine Wortmeldung von unserem Justiziar in dem Bereich, Gerhard. Der Hinweis war einfach nur noch einmal, dass es sich um einen 5-Fraktionen-Antrag handelt. In dem Zusammenhang Dietmar. Wenn das offenbar die Gretchenfrage ist in der ganzen Geschichte, gab es denn andere Geschichten oder Änderungsvorschläge, die man angenommen hat?
Ja, es hat aus den anderen. Achso, und wenn ja, welche? Damit ich da eine Abwägung treffen kann, ob das denn wirklich so kriegsentscheidend ist. Ja, es hat aus den anderen Fraktionen Änderungsvorschläge. Von uns. Wir haben die Punkte, die jetzt der Thorsten angesprochen hat, insbesondere während der Sachverständigenanhörung angesprochen, kritisch. Das ist auch von den Sachverständigen bestätigt worden. Wir haben dann im Nachgang auch unsere Änderungsvorschläge an die Kollegen der anderen Fraktionen verschickt. In dem einen wichtigen Punkt, den der Thorsten angesprochen hat, hat er eben keine Berücksichtigung gefunden. Ja. Und dann war sozusagen der letzte Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir wären trotzdem bereit, die Verabschiedung des Gesetzes zu unterstützen, korrigiere mich. Dann wollen wir aber wenigstens, dass der von uns angesprochene kritische Punkt in die Evaluierung mit aufgenommen wird. Und dazu besteht keine Bereitschaft. Auch gerade eben per Mail vor 10 Minuten mitbekommen, dass SPD und Grüne zumindest den Gesetzentwurf mit den Änderungen, die Sie vorgeschlagen haben, also angenommen haben. Also unser Änderungsvorschlag zuletzt ist ja nicht aufgenommen worden. Möchtest du an der Stelle eine Abstimmung formulieren? Okay, ich kann das auch formulieren. Ich frug explizit. Frank noch? Ja, ich meine, Evaluierung nach 3 Jahren, das ist für manche Prozesse ist das sehr kurz. 3 Jahre gehen ruckzuck um. Wir sind jetzt hier bei 2014, 2021, 7 Jahre. Die Frage für mich ist, ja, ist es so entscheidend, dieser Punkt, dass wir dieses Gesetz insgesamt dann nicht mehr mittragen? Das ist die Frage eigentlich. Okay, Toso an der Stelle jetzt bitte. Da es dazu bis jetzt noch keine vernünftigen und klaren Regelungen gibt, gehen wir davon aus, dass es einen gewissen Stau gibt an Organisationen, die gerne Körperschaftsstatus hätten. Das heißt, es wird sich jetzt in den nächsten paar Jahren erweisen, ob die Regelung Sinn macht oder nicht. Und nicht erst in 6, 7, 8 Jahren. Von daher, Frank nochmal. Ja gut, wenn sich so etwas zeigt, gibt es dann nicht noch andere Wege, das zu korrigieren innerhalb dieser Zeit? Okay, dann nochmal die Frage, ist es ein so entscheidender Punkt, dass wir das Gesamte nicht mehr mittragen? Der für mich entscheidende Punkt ist, dass wir hier schon nicht mehr bei 100% sind, sondern irgendwo bei 120, 130%, wo wir überzogen werden. Oder umgekehrt, wir sind hier schon bei einer Zustimmungsrate von unserer Programmatik aus gestartet, sage ich mal so bei, wenn es hochkommt, 60%. Haben uns dann nochmal locker auf 40% Übereinstimmung mit unserer Programmatik runterhandeln lassen. Mhm. Und selbst diese 40% Übereinstimmung sagen die, nö. Und das, was jetzt noch über ist, ist eigentlich fast gar nicht mehr zustimmungsfähig. Also aus parteiprogrammatischer Sicht ist der Körperschaftsstatus sowieso ein Punkt, wo der Großteil der Partei sagt, brauchen wir gar nicht mehr, das gehört nicht mehr in dieses Jahrhundert. Und von daher, da haben wir quasi jetzt Zugaben gegeben, irgendwann ist halt der Cut da. Und wenn du dann sagst, 3 Jahre, dann müssen wir bitte da reingucken. Und wenn da noch nicht mal zugestimmt wird, dann sind wir halt raus. Also ich bin jetzt in dieser Diskussion mit den anderen Fraktionen nicht als jemand bekannt, der da beständig auf Konfrontation setzt. Aber irgendwann ist halt auch des guten Genüge getan. Frank? Der entscheidende Punkt für mich war, als du von 60 auf 40 gesprungen bist. Das ist unterhalb von 50 und damit ist es okay. Durch. Und selbst das wollen Sie. So, an der Stelle möchtest du eine Abstimmung herbeiführen. Magst du es mit im Mikro bitte einfach einmal klar gerne ausformulieren? Ich hätte gerne von euch die Entscheidung, ob wir auf dem geänderten, durch die
Beratung geändert, nicht durch unsere Einbringungen geänderten Antrag der anderen Fraktionen draufbleiben oder ob wir dem Antrag nicht mehr folgen möchten. Ich plädiere dafür, dem Antrag nicht mehr zu folgen. Also wer möchte dem Antrag weiterhin folgen? Also Moment, wir müssen gerade noch mal für das Protokoll das Ganze umformulieren. Zu wuselig geredet. Wer möchte auf dem Antrag draufbleiben? Wer möchte von dem Antrag runter? Ich bin für runter. Wo das willst du eine Hand heben können? Genau. Wer möchte, dass wir von dem Antrag runtergehen? So. So, an der Stelle frage ich dann jetzt offiziell, wer möchte, dass wir von dem Antrag runtergehen? Das ist einstimmig. Darf ich einen Wunsch äußern, dass wir, dass wir das aber auch wirklich mit Begründung kommunizieren, richtig, also auch nach außen? Ich wollte gerade sagen, an der Stelle gehe ich davon aus, dass Toso die entsprechenden Schritte in die Wege leiten wird, auch gerade in Bezug in dem Zusammenhang unserer Pressestelle. Stimmt, müssen wir, weil die Praktikanten der anderen Fraktion können im Moment im Landtagsnetz ja nicht den Stream gucken. Genau. Und damit sind wir am Ende des öffentlichen Teils. Wir haben 12.39 Uhr. Ich möchte mich bei allen schon mal bedanken. Und wir werden in einen nicht öffentlichen Teil gehen, wie beschlossen wurde. Und zwar leider mit deutlich weniger Zeit als ursprünglich von mir eingeplant. Ich würde sagen, wir starten diesen Teil um 12.50 Uhr, denn auch ich brauche jetzt ein paar Minuten, um Formalia für die PGF-Runde vorzubereiten. Und von daher vielen Dank und auch an den Stream und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.